Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft. Mal wieder der Berg, jetzt sage ich alle Wörter doppelt. Weil das hatten wir ja schon mal bei, als der Kiekse dann da war, haben wir ja immer mit Echo geredet. Edit. Ja, mal gucken, hattet ihr danach eigentlich noch lange Schäden davon? Mit den ganzen Echo-Effekten da? Falls ihr das nochmal nachsehen wollt, dann sucht einfach nach den Minecraft-Folgen mit der Kiekse. Steht oben dran im Titel und meist im Bild sieht man auch noch einen anderen Spieler. Achso, wir hatten ja noch den ganzen Krempel aus der Monsterfalle da unten. Da war ja was hier, die ganzen Kartoffels. Die ganzen vier, wow. Redstone kann auch nochmal weg. Was wir das letzte Mal gemacht haben ist, warum ist hier eigentlich... Achso, der gefärbte Ton, alles klar. Wir haben das letzte Mal uns darum gekümmert, dass die Fichte ein wenig fichtiger wird. Was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, die meiste Zeit, natürlich nicht die ganze Zeit. Weil, naja, letztendlich, es sieht ein bisschen seltsam aus, sieht echt ein bisschen seltsam aus. Deswegen, ich möchte nochmal versuchen, jetzt ein bisschen weiterzumachen. Und ich fand den Tipp ganz gut, der in den Kommentaren stand, unter der Folge, dass ich doch... Wo ist die Fichte hin? Ist die versteckt die sich? Die ist dahinter, ne? Okay. Dass ich doch nicht einfach Erde als Gerüst nehme, sondern direkt schon, naja, Fichtenblätter, Nadeln selber nehme. Ich habe wahrscheinlich mit 34 Stück lange nicht mehr genug, damit das passt. Aber mit den, wenn ich die direkt nehme, als Nadeln hier, als Gerüst, dann kann ich da drauf spazieren gehen. Ich habe allerdings die Befürchtung, was jetzt eigentlich eh schon passiert ist, dass dann so Ringe entstehen. Dass ich quasi wie aus der Erde dann solche Ringe mache und das dann auffülle. Aber eigentlich sollte das echt besser gehen. Eine Schande, dass ich da selbst nicht drauf gekommen bin. Aber wie es scheint, muss ich erst ein paar neue Blätter holen. Wäre auch die Überlegung, ob man das nicht wirklich doch nochmal so einen kleinen Augenblick erstmal sein lässt, beziehungsweise sich anderen Baustellen widmet. Ich gucke da einfach mal. Ich hole mal ein paar Blätter hier und vielleicht können wir im Vorbeigehen dann nochmal eben einen kleinen Weg dahin schlagen, da hinten. Es ist nicht wirklich im Vorbeigehen, aber es ist zumindest, dass wir dann nochmal ein bisschen was anderes gemacht haben in der Zwischenzeit. Ja, die Schaufel sollte bald ein bisschen auseinander... Ich muss jetzt mal schlafen hier. Meine Güte, nichts kann man hier machen, ohne sich selbst zu unterbrechen. Die Schaufel ist bald kaputt, das wollte ich damit gesagt haben. Wobei, die hält noch bestimmt noch ein... Ja, hat noch so ein Fünftel oder so ein Viertel der Haltbarkeit. Ja, Haltbarkeit, wobei, die hat Haltbarkeit, das geht. Finde ich nett. Schaufeln ist mir eigentlich Haltbarkeit das Wichtigste. Weil effizient, ich meine, das Ding ist schon effizient, es geht schon schnell genug. So, einfach mal einen kleinen Schotterweg da rüberlegen. Fände ich, glaube ich, ganz praktisch. Wird natürlich jetzt nicht der weltschönste Schotterweg von Welt. Aber dass wir hier ein bisschen was machen können. Vielleicht sogar ein bisschen breiter halten, das Ding. Dass es nicht immer nur so schmale Miniaturwege werden hier. Und das Ding hier vorne, ich weiß nicht genau. Dieses Loch wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir das füllen, oder? Nicht mit Marzipancreme, sondern mit Erde, damit das dann halt nicht mehr vorhanden ist. Wobei, mit Marzipancreme geht bestimmt auch. Wobei, Marzipancreme, ich finde Marzipan gar nicht so geil. Ich kommt halt auch drauf an, wie das quasi, was da noch so alles dran ist. Aber lasst uns nicht über Essen reden. Vanillecreme ist besser. Das ist super. War das da schon immer so tief? Ah ne, hier habe ich ganz viel Lehm weggezimmert, ne? Stimmt ja. Da habe ich jetzt aber auch nicht genug Erde, damit ich das alles auffüllen kann. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Müssen wir das doch wann anders nochmal ordentlich machen. Wie viel Zeug hier ist? Ich bin erstaunt. Weil eigentlich, das ist doch hier unter dem anderen Zeug, oder? Unter der Erde. Das ist wirklich unterirdisch hier, das ist erstaunlich. Ich dachte immer, dass das... nur an der Wasseroberfläche wäre, direkt im Kontakt zum Wasser. Aber ich meine, ist es hier auch, aber trotzdem halt nicht von oben direkt frei ersichtlich. Das ist interessant. Da auch so abgeschlossen hier, abgeschnitten und wahrscheinlich sogar weg für uns hier, weil... Na, wobei, wir kommen da ran. Erstaunlich. Hat eigentlich auch was, ne, hier so eine kleine unterirdische Wasserhöhle zu haben, so einen kleinen Swimmingpool-mäßigen Dingens. So eine Abenteuer-Schwimmbad-Höhle. Warum eigentlich nicht gut, ist halt der falsche Platz dafür. Aber ansonsten, wir könnten uns mal irgendwo einen Wassertempel bauen. Das wird ja ganz viel mit Lars bauen, weil wir haben ja
Wir haben ja selten viel mit Glas gemacht. Dass man da dann ganz viel Wasser drin rumlaufen lässt. Das fände ich gerade mal ganz cool. Aber die Erde dafür kommen wir hier vorne her. Ich mache hier nochmal ein bisschen was weg. Ja, so ein bisschen. Ups. Ist jetzt nicht wirklich edel. Hier ist jetzt auch nichts Besonderes. Es ist halt Kies. Na, Kies. Ne? Kennt ihr, habt ihr schon mal gesehen. Ist nichts Spannendes. Hier kann man dann wieder Slabs reinsetzen, so wie immer eigentlich. Und hier kann man dann, könnte man eigentlich gerade durchgehen, wenn man das hier alles mit Erde zumacht. Bei Eide eigentlich ist es sogar zu schade, um das jetzt zu machen. So gefühlt. Wobei das wahrscheinlich, ja, vielleicht dämmen wir das hier vorne nur ein bisschen ein und machen dann da irgendwie einen Zaun drum oder sowas. Dass das nicht komplett verändert wird. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und damit wir hier nicht komplett andere Gegend haben. Wobei das durch den fehlenden Lehm. Es hat halt jetzt was, ne? Dass es da so ein bisschen fehlt. Ist auch nett. Wenn man das hier trotzdem ein bisschen beiseite zieht. Dass man das hier vorne dran vorbei hat. Machen wir es so. Hier meinetwegen so ein bisschen ran. Ja, noch nicht so ganz überzeugend. So. Der Weg kann hier ruhig so ein bisschen rübergehen. Ist jetzt ziemlich gerade und unspektakulär. So, hier kann dann auch hier können wir wieder das Level hin. Das ist jetzt ziemlich direkt drauf zu. Von daher mal gucken, wie das dann wirkt, ob das überhaupt wirkt. Ist jetzt komplett unausgefranst hier der ganze Weg. Ah, ich meine, was soll Franz hier auch ständig machen? So, naja, es wäre eine Möglichkeit. Bringt uns natürlich unserem Ziel, da die Fichte weiter zu bestücken, unfassbar viel näher. Diese Aktion jetzt hier, aber nun gut, ne? Man muss auch zwischendurch immer das Gleiche machen, ist auch blöd. Vor allem, wenn es nacheinander direkt im Anschluss ist. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Irgendwie konnte man ja hier auch Erde jetzt herstellen, die nicht bewachsen wird mit Erde. Ich weiß nicht, ob man uns das mal, also nicht bewachsen wird mit Gras. Erde, die sich nicht mit Erde bewächst. Das wäre auch mal eine interessante Sache. Die sich nicht mit Gras befüllt. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal sinnvoll benutzen werden. Oder irgendwie. Ach, ich habe noch welche. Oder irgendwie, ob wir das bräuchten. Aber es ist schön, dass es sowas gibt. Ich glaube, da kann niemand was gegen sagen. So. Was geht? In gewisser Weise kann man dem Stil hier so ein bisschen treu bleiben. Das ist halt so. Solche treppenartigen Geschichten da sind, solche Wege halt. Da muss man jetzt, glaube ich, keine große Zauberei einbringen und sich noch irgendwelche neuen Sachen ausdenken, dass es unbedingt anders wird. Machen wir es so. Weil es bestimmt. Na, ich weiß nicht genau. Der kann auch weg. Der füllt sich sogar auf, das ist gut. Hier unten, das. Die Strömung. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Und ob dieser Bereich hier überhaupt sinnvoll ist. Und da ist ja die Frage, was ist denn eigentlich sinnvoll? So ein bisschen Gras kann man hier und da hinzimmern. Wobei, es sieht echt so, wie es gerade ist, sieht es eigentlich ganz cool aus. Es muss hier nur noch ein bisschen zugemacht werden. So. Na, dass man hier diesen Bereich hat, da kann man auch noch einen Zaun dran vorbeiziehen. Dass das ein bisschen hochgehoben ist. Das ist jetzt nur eine wirkliche kleine Änderung, aber es wirkt tatsächlich. Ich finde es erstaunlich. Zäune habe ich noch ein paar wahrscheinlich, ne? Aber nicht so viele. Vor allem, ich habe auch nicht genug Holz dabei. Wir brauchen jetzt anderes Holz, um Zäune zu machen. Das ist ja ein bisschen blöd. Wobei, es gibt einem halt mehr Möglichkeiten, aber trotzdem ist es blöd. Sind das Setzlinge? Nee, das sind. Das sind Reste vom Dschungel, ne? Die nicht abgebrannt sind. Was erstaunlich ist, weil eigentlich haben wir da ziemlich viel dran herumgezündelt. Noch mehr Leben. Leben! Können wir tatsächlich irgendwann nochmal so ein richtiges Lehmhaus bauen oder ein Lehmdach oder sowas. Weil wir haben mittlerweile wieder ein bisschen was. Wobei das auch immer nur viel aussieht, glaube ich. Es ist eigentlich nicht so viel, was man hier findet. Und ich brauche unbedingt. Wobei, haben wir Wasseraffinität? Yep, 1. Ja, gut, so wahnsinnig schnell sinkt das. Sinkt die Luft nicht mehr, aber trotzdem sollten wir nicht übertreiben hier. Ja, und so eine Unterwassergeschichte irgendwie bauen, wäre halt echt nochmal nett. Auch so ein Wassertempel, was auch immer.
irgendwie ein bisschen paar Sachen, die wir dann noch nicht gemacht haben hier. Ist halt die Frage, ne, wo man sowas machen würde oder wie man das thematisch gerechtfertigen würde, dass es sowas gibt. Weil einfach nur irgendwie ein Gebäude unter Wasser haben, ich meine, klar, ist nett. Aber wir haben ja keinen Ozean, wir haben hier nichts, wir haben keine wirklich tiefen Gewässer hier in der Natur. Das ist ein bisschen schade. Wir haben wirklich keinen einzigen Ozean gefunden. Man könnte sich noch irgendwann mal auf so eine ewig lange Reise begeben, dass man zum Beispiel halt einen Ozean sucht. Das wäre nochmal ganz praktisch. Ist halt die Frage, wie man dann wieder nach Hause kommt. Es gibt auch noch andere Biome, die wir noch gar nicht gesehen haben hier. Einmal das Ozean-Zeugs halt, das ist jetzt nicht wirklich spannend, weil, naja, Ozean. Wobei es da Pilz-Biome gibt. Pilzinseln. Und, irgendwas anderes gab es noch, was wir noch nicht gefunden haben. Hier komme ich mal eine neue Schere. So, hi, na, wo ist das schwarze Schaf? Da ist es. Guck mal, alles nachgewachsen hier, sensationell. Oder habe ich hier gar nichts nachgepflanzt? Hatte ich was? Nee, ich hatte gar nichts nachgepflanzt. Ihr seid schön nachgewachsen. Ist ja sensationell. Oder so. Hust, hust. Habe ich echt nichts nachgepflanzt? Unglaublich. Ich bin ja nicht sehr nachhaltig hier. In meiner Weise. So, Schredder. Schredder. Ein bisschen Holz kriegen wir auch nochmal. Ist doch eine nette Sache hier. Einmal da hinweg. Da hinweg. Und ich glaube, wir kommen nicht ganz bis nach oben. Doch. Oh, erstaunlich. So, alles mitnehmen. Das war ja auch ein künstlich angelegter Teil hier, ne? Das ist ja alles eigentlich nicht von Natur aus hier. Von daher sowas Ähnliches könnte man an anderer Stelle auch nochmal machen. In einer Umgebung, wo man halt öfter mal ist, damit einfach die Bäume auch schneller wachsen. Oder halt überhaupt mal wachsen. Nicht, wenn man denn hier die ganze Zeit nicht in der Umgebung ist. Dass die Chunks dann gar nicht berechnet werden. Das wäre ja auch ein bisschen sinnlos. Ne, dann hat das mit einer effektiven Plantage auch nicht viel zu tun. Und wir können wirklich nochmal schauen. Wir haben hier hinten ja ein paar Hühner eingefangen gehabt. Dass wir die Hühner nochmal an einen anderen Ort umtransferieren. Und da vielleicht wirklich nochmal so eine kleine Eierlege-Geschichte da machen. So eine kleine Farm, wenn man das so will. Wobei ich halt auch nicht weiß, was wir mit ewig vielen Eiern machen sollen. Das wäre halt irgendein Bauvorhaben. Irgendein technisches Bauvorhaben, was wir da dann haben. Na, ist ja zwischendurch auch immer mal ganz nett, wenn man funktionelle Geschichten hat. Wobei ich gerade mal echt so ein bisschen Lust auf irgendeine Unterwassergeschichte oder so ein Wassertempel hätte. Wobei ich das wahrscheinlich kombinieren würde. Dass man da nicht wirklich einen Wassertempel macht, sondern, naja, irgendeine Unterwasserbasis mit relativ viel Glas, dass man da so ein bisschen was hat. Es ist halt immer das Problem bei solchen Vorhaben, dass man das Wasser, nicht das Glas, dass man das per Hand dann wegbefreit aus der Gegend. Das ist ein bisschen umständlich, weil man erstmal alles mit Erde vollfüllen muss und dann halt die Erde da wieder weghauen muss. Und dann in diesem Hohlraum ist quasi dann die Luft. Es ist meistens so, dass in einem Hohlraum Luft ist. Das ist erstaunlich. Es sei denn, da ist was anderes drin. Dann ist da halt keine Luft drin. Ich glaube, ihr könnt mir folgen, ne? So, wie viel haben wir? Wir haben, naja, 4 Stacks. 4 Stacks sind super. Aber echt wenig Setzlinge hier. Gut, dass wir noch welche dabei gehabt haben. So, da eins, ist eigentlich vollkommen egal, wo was ist hier. Ich bin ein bisschen abgedriftet. So, dass wir neue Bäumchen haben. Ja, schwupps. Ach, guck mal. Schön. Ja, ist schon nett, auch von hier aus. Die ganze Beleuchtung hier, der ganze Fackelschein ist schon ziemlich cool. Mir gefällt das. Achso, die Endertruhe ist hier, ja, hier vorne. Guck mal, hier die Schere. 9 Haltbarkeit. Komm, die zerschredde ich nochmal eben. Das schwarze Schaf, nee, brauche ich nicht. Nein, Schaf, du bleibst drinne. Nein, oh, nein. Nein, 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 du bleibst draußen. 6. 5. Das heißt, wir können da so viele, dass die Haltbarkeit sind die Blöcke, mit denen, also sind die Anzahl der Aktionen, die man damit machen kann. Ist ja auch interessant. Ist jetzt nichts Neues für die meisten, aber ich habe da noch nie so drauf geachtet, so extrem genau. Na, so. Ja, das schwarze Schaf muss draußen bleiben, weil ich habe den Eindruck, es könnte Ärger machen. Es mag ein Vorurteil sein,
Ah, ich glaube, es ist tatsächlich so. So, erstmal können wir uns noch pennen legen hier. So, in diesem wunderbar eingerichteten Haus. Es ist immer noch ein Traum. Es liegt allerdings daran, dass hier eben halbe Stüfchen auf dem Boden sind. Deswegen muss das Bett leider hier oben stehen. So. Aber warum auch nicht? Ein Hochbett ist ja auch eine Sache. Morgens fällt man zum Aufstehen immer schön hier runter. Das ist dann immer besonders erfrischend. Haben wir ja noch was drin, ne? Oh ja. Die lasse ich einfach mal hier. Die Blümchen sind jetzt auch nicht so wertvoll, aber trotzdem, naja. Bevor die komplett irgendwie versauern hier. Kuh, du musst da weg. Sonst fährst du hier mit meinem Cut, das will ich nicht. So, tschüss Kuh. Hallo Schaf. Nein. Ich dachte, das wäre weit weg genug gewesen, offenbar nicht. Verdammt. Immer diese ganzen Viecher im Weg. Machen wir es halt so. Und hier waren wir auch lange nicht mehr wirklich, ne? Also nicht ernsthaft. Hooray! Wuhu! Nicht ernsthaft im Sinne von, wir haben da mal angehalten. Ja, ich mag das immer noch, dass man hier so durchfahren kann. Ist zwar einigermaßen, na, wobei, gefährlich ist es nicht. Uns hatte noch nie irgendjemand überrascht, meine ich. Ich meine nicht, dass uns da jemand mal weggesprengt hat, oder? Guck mal, hier sogar alles im Vorbeigehen mal eben mitgenommen und eingesammelt. Ist doch schick. Na, das reicht nicht, verdammt. Woher können wir mal was einschmelzen von direkt schon? So ewig viel rohen Ton brauchen. Moment, brauchen wir. Das wäre, den kann man direkt backen, ne? Hier den Ton. War doch so. Yep. Achso, gut, klar. Man kann ja aber auch zusammenführen und dann halt backen, ne? War doch so. Machen wir wir verschiedene Sachen. So, hier kommen. Falls wir mal mehr Ziegel brauchen. Ansonsten. Machen wir noch mal ein paar aus den Lehm. Nein. Hier direkt solche Lehmklumpen raus. Ton. Dass wir die dann mal noch einfärben können. Dass wir da mal ein bisschen mitbauen. Weil eigentlich von den Farben her gefällt mir das Zeug eigentlich ziemlich gut. Ist halt alles eher so ein bisschen südländisch gehalten. So ein bisschen, ne, Mittelmeerraum. Sowas in der Art. Dass wir da vielleicht an anderen Stellen mal so ein bisschen buntere Gegenden bauen können. Weil wir das alles schön einfärben können. Und haben dann nicht so krasse, bunte Baumaterialien. Sondern es ist alles eher ein bisschen dezenter gehalten. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ist halt die Frage, wo man das macht. Vielleicht, dass man quasi ein extrem buntes Haus mal macht. Weil hier ist alles eher grau und weiß und bräunlich. Dass man wirklich ein so ein buntes Haus macht. Vielleicht nicht unbedingt hier in dem Gebiet drinne. Aber doch zumindest, dass man das irgendwo hat, wo man noch hin und wieder auch mal hinkommt. Ach ja, yeah, genau, hier. War ja weggesprengt. Schon alles voll geerdet. Da ist schon Gras über die Sache gewachsen, über die Sprengung. So lange ist es doch auch nicht, ey. Das war doch letzte, vorletzte Folge. Irgendwann um den Dreh. Noch nicht so lange her, liebes Spiel. Und die Erde reicht schon wieder nicht. Wow, wir können jetzt auch gar kein Erdgerüst bauen, weil, naja, ich habe keine Erde mehr. Und eigentlich müsste das hier unten wirklich noch breiter sein. Na, das war falsch. Noch breiter sein. Dass das Ding nicht ein, wie so ein Dönerspieß ist. Das ist schon vollkommen richtig. Hier oben würde ich tatsächlich wirklich gerne... Vielleicht können wir von hier oben uns ja einen Ausgangspunkt machen, dass wir da mal runterfallen können. Hier soll ja eh so eine kleine Ebene hin, dass man das als Basis benutzen kann oder als Baumkronenhäuschen oder wie auch immer man das nennen will. Dass ich das hier mal frei mache. Hier haben wir sogar ein automatisches Fensterchen drin, das ist auch schön. War das zu weit? Nee, ne? Das wird man auf jeden Fall sehen. Ja. Vielleicht ist das zu hoch hier, ich weiß es nicht genau. Machen wir das hier so. Vielleicht fällt es ja nicht auf. Ist doch auch nett. Haben wir eine schöne Aussicht hier. Ja, ist doch nett. Können wir nach hinten raus das auch noch machen. Natürlich wird es auffallen. Aber ist die Frage, wie sehr? Und wieso?